Baby Update! Genau, wir machen heute das Baby-Update. Hamza ist jetzt 4,5 Monate alt und er hat eine Körpergröße von 63 cm und wiegt ungefähr 7,5 Kilo. Also ich glaube, das ist alles noch so im Normbereich. Was allerdings nicht mehr im Normbereich ist, ist sein Kopf. Also er ist ein bisschen über der Norm. Er hat einen Kopfumfang von 44 cm. Also wenn ihr von der Seite guckt, das seht ihr wahrscheinlich auch nachher in den Einblendungen, dann ist das ein ziemlich großer Kopf. Also keine Mütze passt ihm sozusagen. Es ist ein bisschen doof. Ich denke jetzt, sein Gesicht ist für seinen Kopf ein bisschen zu klein. Diese Proportion stimmt noch nicht so, aber wenn er ein bisschen größer wird, dann hat die Ärztin gesagt, dann passt sich das auch alles ein bisschen an. Also da keine Panik. Ich muss vorab sagen, es kommen Situationen vor, wo ihr denkt. Also zum Teil muss ich auch sagen, dass ich bei manchen Situationen einfach überfordert bin. Also Hamza ist ein absolutes Traumkind. Ich bin wirklich dankbar für jede Sekunde, die ich mit Hamza verbringen kann. Und aber wie gesagt, manchmal treibt er mich zum Wahnsinn, wie gerade gestern. Er ist gerade mitten in seinem Wachstumsschub und gestern hatte er so 5 Heulattacken. Ah, die längste ging 1 Stunde lang und ich war komplett überfordert mit der Situation, weil er noch nie so am Spieß geschrien hat. So, was machst du in dieser Situation? Er lässt sich durch nichts beruhigen. Du kannst machen, was du willst. Er beruhigt sich nicht. Was machst du da? Ich habe es halt einfach akzeptiert, dass er weint, habe ihn auch weinen lassen. Er hat sich nicht beruhigen lassen, dann habe ich es einfach ein bisschen so ausgetragen. Ich musste halt einfach warten, bis er von alleine aufhört, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, was macht Hamza dann sehr gerne? Baden. Ich habe ihn einfach in die Badewanne gesteckt und was ist, voilà. Er hat aufgehört. Kommen wir zur Ernährung. Also, bevor ich jetzt noch was erzähle, möchte ich sagen, dass ich null Unterstützung von einer Hebamme oder sonstiges habe. Hier gibt es keine Hebamme, die mal täglich oder einmal in der Woche nach Hause kommt, die mit Ratschlägen zur Tat steht. Wenn du deine Ärztin anrufst, die sind auch meistens so überfüllt, dass du gar keinen Bock mehr hast, die überhaupt auch irgendwas zu fragen. Also ich bin immer komplett auf mich alleine gestellt. Meine Schwiegermutter kommt vielleicht einmal in die Woche und dann habe ich vielleicht so mal eine halbe Stunde Ruhe und das war's dann auch. Also ich bin eigentlich 24 Stunden mit Hamza alone. Das nur mal nebenbei. Also mein Mann kommt abends relativ spät, er entlastet mich dann halt erst gegen nachts und meistens schläft er dann ja schon. Also von daher ist das nicht wirklich eine Entlastung für mich. Also wir machen Einschlafstillen normalerweise. Also wenn er nuckelt, dann schläft er irgendwann ein und dann ja. Dann ist gut. Aber normalerweise sind unsere Zeiten so zwischen 8 und 9. Um 8 fange ich dann an. Also ich bade ihn jeden Abend. Ah, bist du verrückt? Du badest dein Kind jeden Abend. Ja, er liebt es einfach total. Und ich bade ihn dann 10 Minuten und dann fängt unser Ritual an. Dann gehen wir ins Schlafzimmer, dann stille ich ihn, dann kriegt er seinen Schlafsack an. Dann hören wir ein bisschen also Einschlafmusik und einen Einschlafstillen und dann schläft er irgendwann. So, das passiert dann so zwischen 8 und 9 Uhr. Allerspätestens halb 10 pennt er dann. Seit dem Schub. Seit dem Schub pennt er erst um 1 Uhr nachts. Könnt ihr euch das vorstellen? Um 1 Uhr nachts. Es ist so anstrengend. Im Normalfall ist er dann halt alle 2, 3 Stunden wach und will dann nachts nochmal gestillt werden und dann schläft er wieder ein. Bis morgens dann um 9, 10. Dann stehen wir wieder auf. Gestern ist etwas passiert, was ich noch nie erlebt habe. Noch nie. Und ich war geschockt. Gestern ist er um 10 Uhr eingeschlafen und ist heute Morgen erst um 7 aufgewacht. Und ich habe mich so erholt. Ihr glaubt das gar nicht. Ich habe mich mega erholt. Das war so schön. Also ich konnte richtig gut schlafen. Das war wow. Es war wow. Ich reise bald nach Deutschland und ich muss diese Zeiten ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht Tipps für mich, wie ich diese Zeiten zurücknehmen kann, weil ich möchte nicht, dass er so spät schläft. Ich weiß, in der türkischen Kultur ist es generell üblich, dass die Babys wirklich später schlafen als zum Beispiel verglichen in der deutschen Kultur. Also bei uns in der Türkei gehen die Babys meistens zwischen, ja, es ist wirklich relativ spät, zwischen 10 und 11 und 12 Uhr nachts erst ins Bett. Und es ist mir einfach zu spät. Also ich möchte, dass am liebsten, es ist kein Roboter, ich weiß, aber ich möchte am liebsten, dass mein Baby zwischen 6 und 7:30 oder 7 sogar im Bett ist und schläft. Also ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Also ich werde versuchen, die Zeiten so ein bisschen zurückzuziehen und ich muss dann halt auch morgens früher mit ihm aufstehen. Also ich denke dann, wenn ich früh mit ihm aufstehe, dass er dann abends hoffentlich müde, also mehr müde ist. Ja, und tagsüber schläft er halt nur ganz kurz, so Näppchen aller 15 Minuten. Also ja, das ist alles so ein bisschen, ja. Also wir machen Einschlafstillen und ich stille ihn voll. Und beim Stillen ist halt das Problem, dass er immer noch clustert. Clustert heißt das, er will ständig an die Brust. Und ja, also ich habe letztens von meiner Freundin gehört, ich stille meinen Sohn alle 3, 4 Stunden und das auch nur 10 Minuten. Und dann ist er erstmal zufrieden. Ich so, wow,
Das hätte ich gerne. Ich stille Hamza jede Stunde. Und dann dauert einmal stillen 20 Minuten. Und wenn er dann einpennt, dann habe ich ihn erstmal hier dann so. Und dann kann ich ihn auch nicht mehr ablegen. Weil sobald ich ihn ablege, ihr kennt das, geht das Gekreische wieder los. Ja, deswegen habe ich ihn dann erstmal so auf den Arm. Und dann muss ich dann halt irgendwann machen. Manchmal schläft er eine Viertelstunde, manchmal schläft er eine Stunde. Und dann kannst du halt nichts erledigen. Also die Bude sieht aus. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon auf Instagram gesehen. Das ist kein Scherz, so sieht meine Bude wirklich aus. Also wie eine Bombe eingeschlagen. Falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, könnt ihr das gerne unter epoergen. Ich würde mich natürlich tierisch freuen. Dann schlafen, und schlafen tut er auch nur mit Schlafsack, weil das mit Decke ist mir einfach zu gefährlich. Ich möchte am liebsten noch ein Video drehen, so meine besten Babyanschaffungen, damit ich halt so den Eltern, die gerade schwanger sind oder noch ein Kind erwarten, meine Erfahrungen mitteilen möchte. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir bitte. Hamza trägt mittlerweile Kleidergröße 68 bis 74. Also das ist schon ganz ordentlich. Also die Kleidung, die ich damals gekauft habe, vergiss es, passt überhaupt gar nichts mehr. Die wachsen wirklich so schnell da raus. Ihr habt mir das ja gesagt. Ey, Bro, du kommst nicht dazu. Der wird da so schnell rauswachsen. Und wisst ihr was? Ihr hattet vollkommen recht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also, aber ein Glück habe ich ihm alles anziehen können. Aber jetzt geht es bald wieder shoppen und da müssen neue Klamotten her, weil es passt nichts. Ich habe dann alles nochmal gewaschen. Jetzt habe ich alles wieder so sortiert und beiseite vielleicht fürs nächste Kind. Wer weiß. Ja, an Tagesaktivitäten. Er spielt sehr gerne auf seine Spielmatte. Dann in seiner Babybjörnwippe ist er sehr, sehr gerne. Was machen wir denn tagsüber? Wir tanzen ein bisschen. Ich spiele mit ihm. Grimassen ziehen, Fingerspiele, irgendwie so. Ja, und dann vergeht der Tag durch Stillen, Schlafen. Und dann ist das irgendwann abends, Baden und hier und da. Und dann ist der Tag irgendwie um. Fliegen wir bald nach Deutschland? Ja, nur wir beide, ne? Du und ich. Bei uns ist das in der Türkei so, wir gehen monatlich zur Kontrolle und dort kriegst du dann halt auch so eine kleine Liste, was alles gemacht werden muss. Wir waren zum Beispiel beim Augenarzt, zum Hörtest, bla 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 bla. Und dann kriegst du halt auch ein paar Medikamente mit. Was uns sehr geholfen hat bei Blähung, war eine präbiotische Darmflora-Bakterien. Und zwar nennt sich das Biogaida. Das wirkt übrigens erst nach einer Woche. Also da müsst ihr... Ja, da könnt ihr mal gucken. Aber das war das Wundermittel für uns gegen Blähung. Er hatte jetzt keine Koliken, aber oh, super. Dann nimmt er Vitamin D-Tröpfchen. Ja, ich weiß, Sonne, Türkei, Vitamin D. Ja, aber ich habe auch einen extremen Vitamin D-Mangel. Und Hamza bekommt auch Vitamin D-Tropfen und Eisentropfen seit einer Woche. Und aber auch seit einer Woche nicht mehr kacken. Ich glaube aber auch, dass das völlig normal ist. So, bei uns stehen immer andere Impfungen an. Also ich bin kein Impfgegner. Ich impfe lieber mein Kind. Und was ich allerdings nicht gemacht habe, war Rotavirus. Eigentlich wollte ich Tuberkulose auch keine Impfungen machen. Aber mein Kinderarzt hat zu mir gesagt, aufgrund der vielen syrischen Flüchtlinge, Kinder, die sich hier in der Türkei befinden, wäre es doch sicherer, wenn ich Tuberkulose impfe. Deswegen habe ich ihn jetzt doch geimpft. Und Hamza hat momentan extremsten Haarausfall. Ich denke, die kommen auch irgendwann wieder. Hamza liebt es, von seinem Vater getragen zu werden. Das sieht dann meistens so aus. Und er schläft meistens auch beim Tragen dann ein. Folgendes Problem, ich kann ihn nicht so viel tragen, weil ich habe immer noch 20 Kilo Übergewicht. Ich glaube, ich bin die Einzige, die durch Stillen zunimmt, beziehungsweise die beim Stillen nicht abnimmt. Ich bin total traurig darüber. Und ich fühle mich sowas von unwohl. Ich fühle mich damals in meine Zeit zurückversetzt, wo ich 93 Kilo gewogen habe und total unglücklich war. Und ich bin momentan so unglücklich mit meiner Figur. Bitte sag mir einer, dass ich irgendwann wieder so aussehe wie früher. Also ich fühle mich so unwohl. Ich war letztens einkaufen, nichts hat gepasst. Das war einfach nur schrecklich. Und ich fühle mich richtig, richtig unwohl. Also 20 Kilo habe ich noch viel drauf. Und dann kommen noch 7 Kilo von Hamza mit dazu. Und dann, ich habe Bandscheibenvorfall. Yes, ich habe Bandscheibe und das ist mein Problem. Ich kann ihn nicht so lange tragen. Und jetzt muss ich jetzt übrigens auch, wenn ich es mir selber gekauft habe, hier mit Werbung einblenden. Ich glaube, das sind neue Richtlinien. Sobald ich euch das unten nämlich verlinke, und das werde ich tun. Ich habe mir bei Letgo eine Ergo-Babytrage gekauft. Ich hatte vorher diese Stilltücher, aber die sind auch gut, aber dadurch kriege ich noch mehr Rückenschmerzen. Und die habe ich für 30 Euro eine Original-Ergo-Baby ergattert. Ich bin so glücklich darüber. Nur das Problem ist, er kreischt jedes Mal, sobald ich ihn dort reinsetze. What can I do?
Ich möchte ihn da jetzt langsam dran gewöhnen, weil wir haben noch circa 2 Wochen und dann werden wir nach Deutschland reisen. Und da jetzt kommt's, mein Albtraum. Übrigens reise ich ohne Kinderwagen, weil ein Ersatzwagen auf mich in Deutschland wartet. Yippie-yay. Aber ist das nicht normalerweise so, dass man das beim Sperrgepäck abgibt? Und dann würde ich ja rein logisch das Baby in die Babytrage nehmen und dann mit mir bis zum Flieger gehen, oder? Right? Oder habe ich da einen Gedankenfehler? So, was ist denn, wenn ich ihn nicht in die Trage will? Muss ich ihn dann auf den Arm tragen? Oder gibt es da noch irgendwie eine andere Lösung? Oder was mache ich denn da? Ich habe jetzt ein bisschen Panik davor, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn da reinsetze, geht das große Gekreische los. I don't know what to do. Help. Ich habe Hamza bis heute nicht auf meinen Füßen gewippt, wie das diese türkischen Frauen so gerne machen. Ist jedem selbst überlassen. Ich habe es bis heute nicht gemacht, aber er schläft auch nicht von alleine ein. Also es gibt ja dieses manchmal, ich will jetzt immer nicht Deutsch und Türkisch trennen oder so, aber bei den Deutschen ist das manchmal immer so, la, wir legen unser Kind ins Bett. Er hat seine Muttermilch bekommen und zack, ist er eingeschlafen von alleine. Wow, das wäre super toll. Aber das funktioniert bei uns leider nicht. Ich weiß nicht, leg ihn hin, dann geht das Gekreische los. Gestern habe ich das erste Mal geschafft. Er nimmt nämlich übrigens auch keinen Schnuller. Er hasst Schnuller. Und gestern, das erste Mal, hat er ihn kurz genommen und dann ist er irgendwie auch dabei eingepennt. Ohne dass ich ihn gestillt habe. Ich war nämlich so schlau. Ich habe. Gott, was bist du für eine schreckliche Mutter, kommt jetzt wahrscheinlich. Aber manchmal kommt mir dieses, ich singe ihnen dann was vor, dann bin ich irgendwann so aus der Puste und kann nicht mehr. Dann habe ich mal einfach mal meine Stimme, so dieses ganze Gesang, so 20 Minuten auf dem Handy aufgenommen. Ja, ich bin so faul, ich weiß. Na, auf jeden Fall habe ich das dann angemacht und dann ist er da mit dem Schnulli eingeschlafen. Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er vielleicht ab und an mal einen Schnulli nimmt? Das wäre, glaube ich, eine mega Erleichterung für mich. Auch wenn ich jetzt hier ein paar Schnulli-Gegner habe, aber. Er kann schon wunderbar seinen Kopf heben, auch schon minutenlang in dieser Kopfhebposition bleiben, aber rollen hat er sich bis jetzt noch nicht. Ja, ich bin da jetzt auch keine Mutti, die da jetzt der Druck macht oder oh, dein Kind rollt sich noch nicht, oh, dein Kind läuft noch nicht und dieses, ach, oh, furchtbar. Kommen wir zu der Sprache. Ich spreche mit Hamza 80%, würde ich sagen. Deutsch und manchmal rutsche ich in diese 20% Türkisch dann wieder, aber das mache ich nicht mit Absicht. Also ich versuche mit ihm Deutsch zu reden. Ich möchte, dass wenn wir dann mit Hamza nach Deutschland reisen, wenn er dann älter ist, dass er dann halt auch Deutsch reden kann und nicht dann da ja Probleme bekommt. Deswegen bin ich da so hinterher, auch wenn mich immer einige dann schief angucken, dass er Deutsch lernt. Also ich möchte auf jeden Fall, dass er Deutsch kann. Lachen. Tut er nicht so hahaha, wie manche Babys lachen, sondern er ist eher so ein Lächler, so ein so ein Charmeur-Lächler. So ein ja, ich liebe das so, ey, wenn er dann lächelt, das ist so süß. Ja, Spielzeuge habe ich ihnen noch nicht so viel. Also ich bin absoluter lieber zu wenig als zu viel. In der Türkei ist es immer so, die überhäufen die Kinder so mit ganz viel Spielzeug so. Und dann denken sie so, ach, je mehr Spielzeug, umso besser kann er sich dabei selber beschäftigen. Aber ich finde ja persönlich, dass die Kinder einfach mit so viel Spielzeug viel zu viel überfordert sind. Deswegen habe ich, glaube ich, nur eine Rassel und Spielmatte. Das war's. Mehr besitzen wir auch nicht. Und ich glaube, mehr braucht er auch erstmal nicht. Also, Geschwisterchen für Hamza hätte ich am liebsten sofort. Wie? Du bist doch manchmal total überfordert. Ja, aber ich möchte halt, dass diese Abstände zwischen den Kindern nicht so groß sind. Und wer weiß, ob ich vielleicht in 2, 3 Jahren überhaupt noch Kinder kriegen kann. Jetzt kommt die Frage wahrscheinlich auch, warum solltest du keine kriegen? Jetzt kommt die Antwort dazu. Weil meine Mutter damals, ich glaube, mit 37 Jahren in die Wechseljahre gegangen ist. Und das ist ziemlich vererblich und das rutscht, glaube ich, um 4 Jahre zurück. Bei den eigenen Kindern kann das angehen. Also dann wäre das ja bei mir um die 32. Oh Gott, das ist ja schon nächstes Jahr. Könnte es sein, dass ich vielleicht in die Wechseljahre komme und das ist total das Problem. Wenn, oh Gott, das wäre der reinste Horror. Stell dir vor, ich bin halt gerade 31, habe mein erstes Kind. Ich möchte vielleicht noch 2, 3 Kinder haben, bin aber dann in den Wechseljahren oder so. Das wäre doch, nee, das wäre nicht so schön. Also deswegen bin ich eigentlich, hätte ich gerne am liebsten noch zwei Kinder noch. Also drei war ganz ehrlich, am liebsten vier. Ja, jetzt fragst du dir, hey, wie willst du das alles hinkriegen? Das schaffe ich wahrscheinlich alles gar nicht mehr. So viel schwanger sein. Und die Abstände dazwischen, der Körper muss sich irgendwie erholen. Ja, I don't know. Also, am liebsten hätten wir gerne noch eins, aber ich habe
Das ist jetzt ein bisschen alles noch intim, aber ich habe bis heute noch nicht meine Regel gekriegt. Ich weiß auch nicht, wann die kommt und wann sich das alles ein bisschen einpendelt. Aber da habe ich mir jetzt was bestellt, aber dazu kommen wir dann irgendwann nochmal ein anderes Mal. Erzähle ich euch das nochmal. Ja, das war mein Baby-Update. Ich hoffe, ihr könnt mir ganz viele Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich tierisch, wenn ihr mich da immer unterstützt. Oh, das wird total komisch für mich, weil ich glaube, ich habe in den 10 Jahren. Oh Gott. 10 Jahren, wo ich YouTube mache, habe ich fast noch nie euch aufgefordert, was zu machen. Also, ja, jetzt fordere ich dich auf. Ich fordere dich auf. So, ja, okay, meine Lieben, das war's. Danke, dass ihr dabei wart bei dem Video. Und wer das bis zum Ende hier geschafft hat, ich glaube niemand. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann verrate ich euch das nächste Mal den zweiten Namen von Hamza. Aber ich muss ja irgendwie wissen, ob du es bis hierhin geschafft hast. Deswegen würde ich sagen, schreib es in die Kommentare mit zweiter Name. Dann weiß ich, dass du es bis hierhin geschafft hast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.